Moin, willkommen in Hamburg. Heute zeige ich euch Aufnahmen aus dem nördlichen Abschnitt der Güterumgehungsbahn. Diese Strecke führt im Norden und Osten um Hamburg herum. Güterzüge, die Hamburg durchqueren, werden so am Hamburger Hauptbahnhof vorbeigeleitet, der ohnehin schon sehr stark ausgelastet ist. Die Aufnahmen in diesem Video stammen von diesem Abschnitt im Norden, dort, wo die Güterbahn überwiegend parallel zum Kollau-Wanderweg verläuft. Unser erster Standort ist bei der Brücke am Wehmerweg. An den Widerlagern der Brücke könnt ihr sehen, dass die Strecke schon seit langem für einen zweigleisigen Ausbau vorbereitet ist. Und nicht nur Eisenbahn kann man hier sehen. Auch eine der Einflugschneisen zum Hamburger Flughafen führt unmittelbar hier entlang. Auf der anderen Seite des Bahndamms fließt die Kollau, ein Nebenfluss der Alster. Sie wurde in den letzten Jahren renaturiert. Ohne Flugzeuge ist es hier sehr ruhig. Rechts seht ihr die Strecke der Güterumgehungsbahn. Auf der südlichen Seite des Bahndamms stehen an vielen Stellen Lärmschutzwände. Hier auf der nördlichen Seite sind die Züge gut zu sehen, jedenfalls im Winter und im Frühjahr, solange die Bäume nur wenig belaubt sind. Auch an der Brücke über die Straße Delwisch könnt ihr wieder sehen, dass hier alles für ein zweites Gleis vorbereitet ist. Auf der anderen Seite der Brücke stehen wir wieder direkt an der Kollau und am Kollau-Wanderweg. Hier ist es wieder sehr friedlich, solange kein Flugzeug vorbeifliegt. Selbst der Güterzug ist leise im Vergleich zum Flugzeug. Unser dritter Standort liegt noch etwas weiter westlich. Hier ist es sehr laut, denn der Wanderweg und die Bahnstrecke überqueren die Autobahn A7. Die Bahn führt in einer Kurve nach Hamburg-Eidelstedt und diese Vectron fährt dorthin. Etwas später fuhr dieser Lokzug, bestehend aus zwei EG, in die Gegenrichtung. Die Brücke über die A7 ist sicher einer der lautesten Orte in Hamburg. 2018 wurde mit dem Bau des Deckels über die Autobahn begonnen. 2021 ist der Bau etwas weiter vorangekommen, aber es ist immer noch extrem laut. Aber diese beiden Tauben sind ganz eindeutig der Meinung, dass dies hier der richtige Ort ist.
Im Nordwesten Hamburgs wurde der alte Lokstädter Güterbahnhof geschlossen und aufgelöst. Das Gelände wurde für Wohnungsbau umgewidmet, denn in Hamburg sollen in jedem Jahr mehrere tausend Wohnungen neu entstehen. Entlang der Güterumgehungsbahn ist hier ein großer Lärmschutzwall entstanden, mit einer Mauer, in der die drei Fenster sofort auffallen. Gehen wir einmal hinauf. Oben gibt es eine Sitzgruppe, und hinter den Fenstern ist die Ausweiche Hamburg-Lokstedt zu sehen, ein Betriebsbahnhof an der eingleisigen Strecke. Züge können hier kreuzen. Hier ist also ein neuer Ort entstanden, an dem man Züge beobachten kann. Dieser Zug bremst zuerst deutlich ab, aber dann beschleunigt er doch wieder. Wir können also keine Kreuzung beobachten. Unmittelbar westlich der Ausweiche liegt die Brücke über die Straße Kellerbleek, wo wir einen ICE auf der Fahrt nach Hamburg-Eidelstedt sehen. Und damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.